Yep, meine liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Borderlands 3 Video. So, und zwar geht es heute mal um die Recursion. Und die Recursion ist eine legendäre Shotgun, hergestellt von Maliban. Und diese bekommt ihr auf Nekrotaphee auf der Map Kante der Einsamkeit, und zwar von General Trond. Der befindet sich hier vorne und es gibt zwei Wege, wie man recht schnell zu ihm hinkommen kann. Zum einen ist das über den Spawnpunkt hier vorne. Das heißt, ihr startet hier vorne, lauft den ganz kurzen Weg hier vorne lang bis zum Catch a Ride, schnappt euch hier ein Fahrzeug, fahrt bis hier vorne hin, steigt aus, lauft den Rest hier nochmal durch bis zu dem Weg, wo ich jetzt gerade bin. Oder ihr geht halt über den Kartenausgang, das heißt, ihr startet bei den Tazen-D-Ruinen, verlasst die Karte über den Kartenausgang und lauft einfach nur den ganz kurzen Weg hier vorne lang und seid halt auch an der Stelle, wo ich jetzt gerade bin. Dann braucht ihr nämlich nur einfach nur ein paar Meter weiter zu laufen, denn hier vorne in der Arena befindet sich General Trond und der hat eine recht gute Drop-Chance für die Recursion. Bei ihm ist es auch übrigens völlig egal, auf welchem Modus ihr den guten farmt, also ob ihr entweder ohne Chaos-Modus spielt oder Chaos-Modus 1 bis 4 benutzt. Er droppt das Ding, wie ich finde, recht häufig. Also wenn er die nicht beim ersten Versuch droppt, dann einfach nochmal neu versuchen oder ein zweites oder drittes Mal neu versuchen. Irgendwann haut er das Ding auf jeden Fall raus. Und je nachdem, mit welchem Chaos-Modus ihr spielt, erhöht ihr halt die Chance, eine bessere Recursion zu bekommen. Aber probiert es am besten selber mal aus. So, einmal General Trond töten, mal gucken, ob er was droppt. Ich bin jetzt gerade aktuell nur auf Chaos-Modus 2 unterwegs. Das heißt, hier kann es sein, dass er nicht so viel droppt. Aber das Ding habe ich natürlich bei mir, wie gewohnt, im Inventar. Und das gucken wir uns jetzt einmal zusammen an. So, bei mir ist es jetzt eine Level 50er Recursion mit einem Schaden von 2082, einer Zielgenauigkeit von 88%, einer Handhabung von 48%, einer Nachladezeit von 2,7 Sekunden, einer Feuerrate von 4,63 und eine Magazingröße von 14. Und als roter Text steht hier, Beschreibung siehe grüner Text. Und als grüner Text steht hier, Beschreibung siehe roter Text. Und das ist auch so ein bisschen Bezug auf die Waffe, denn man muss die Texte eigentlich immer hin und her lesen. Und das gleiche macht das Projektil der Waffe auch. Und zwar wechselt das Projektil immer zwischen verschiedenen Gegnern. Das heißt, das Ding verursacht Abpraller und das kann man auch in verschiedenen Elementen machen. Das heißt, die Recursion kann man hier wechseln, beziehungsweise das Element der Recursion kann man wechseln. Und zwar in meiner Version jetzt gerade, wie man hier unten sieht, zwischen Korrosion und Schock. Und was die Recursion sonst so macht, würde ich mal sagen, gucken wir uns auf einem anderen Planeten an. So, ich bin jetzt einmal schnell zum Mitternachtssteinbrocken gereist, denn hier befindet sich ja der Maliban Takedown und hier kann man ganz gut zeigen, was die Recursion so kann. Denn sie ist besonders stark dann, wenn es mehrere Gegner auf dem Schlachtfeld gibt und sie macht halt sowas ähnliches wie die Brainstormer. Bei der Brainstormer ist es ja so, dass die Gegner sich verketten und der Schaden auf die Gegner verteilt wird. Und so ähnlich, wie gesagt, funktioniert es halt auch mit der Recursion, allerdings mit einer ganz kleinen Änderung sozusagen, denn hier ist es so, dass die Recursion Abpraller verursacht. Wenn ich jetzt zum Beispiel auf einen Gegner schieße, dann fliegt die Kugel zum zweiten Gegner durch einen Abpraller und dieser Abpraller kommt dann wieder zurück auf den ersten Gegner. Also macht man den Gegner, auf den man schießt, da verteilt man halt doppelten Schaden und nimmt nochmal die Gegner drumherum sozusagen mit. Wir laufen jetzt einmal zu dem Gegner da vorne und gucken mal, was die Recursion so macht. Schießt sich jetzt also auf den Kommando da vorne, sieht man schon, dass er sich eigentlich nur in so eine kleine Blutwolke verwandelt und sein Kollege, der daneben steht, gleich mit. Das Ding ist halt wirklich extrem gut auch geeignet für den Chaos-Modus 4. Wenn ihr also mal solo unterwegs seid oder in einem Team, dann besorgt euch auf jeden Fall die Recursion, denn damit könnt ihr richtig ordentlich aufräumen. So, ich bin zwar jetzt gerade noch auf dem Chaos-Modus 1 unterwegs und auch der Malus passt nicht so wirklich zu meiner Waffe, aber man kann, glaube ich, schon sehen, dass die Waffe echt gut Schaden macht. Ich glaube, ich habe jetzt gerade einen ziemlich schlechten Malus, und zwar, man sieht schon hier, Feinde erleiden 15% weniger Brandschaden und 15% weniger Strahlungsschaden. Und natürlich hat meine Waffe jetzt passenderweise Strahlung und Brandschaden. Wie gesagt, das ist aber eigentlich relativ egal, denn die Waffe hat wirklich sehr, sehr guten Schaden. Und damit könnt ihr halt, wie gesagt, relativ easy den Takedown schaffen. Wollt ihr also die Waffe haben, wisst ihr jetzt, wo ihr die bekommen könnt, auf Nekrotaphee bei General Trond mit einer relativ guten Drop-Chance. Und damit würde ich sagen, war es das jetzt auch eigentlich wieder mit dem kurzen Video, wenn es euch gefallen hat. Hinterlasst gerne einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder auch gerne mal ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein!